Teilweise auch Sinn, weil wenn plötzlich Leute Achso, okay. Ganzkörperanzügen kommen, meine. Okay, lese das mal bitte vor. Der Kampf geht los. Ja. Achso, das macht aber ja teilweise auch Sinn. Wenn bei mir plötzlich Leute in Ganzkörperanzügen kommen, meine Verwandten mitnehmen und das nächste, was ich höre, ist, dass sie tot sind und ich darf nicht mal den Leichnam sehen. Da würde ich auch minimal misstrauisch. Mit dieser 4chan-Zeichnung hat das alles eher weniger zu tun. Dann hat Born gesagt, ja, yeah, ihr seid im Kampf und ich bin im Raum. Naja, das kennen wir ja mittlerweile, Born. Oh, mit Ness kann ich doch gar nicht. Oder war doch gerade Born, der gesagt hat, dass er jetzt wieder im Raum ist, ne? Ja. Naja, dachte ich mir. Bleib, ich kann da leider gar nichts zu sagen, weil ich diese Zeichnung eben nicht kenne. Ich eben auch nicht. Oh Aber Gott. ich find's halt irgendwie doof, wenn man da jetzt so eine Kleinkinder Angst mache, Gedönse draus mache. Autsch. Aber, naja. Ich kannte diese Stage noch gar nicht. Die ist cool. Nee, hier fliegt man nämlich über Illumina City aus Pokémon X und Y. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt, wenn ich sage Illumina City, aber Doch, doch ein bisschen. Also, das mit dem Eiffelturm quasi. ja. Eine Freundin von mir, die labert mich mal mit Pokémon zu. Oh nein, Evil Toll. Xerneas meine ich. Ja, Chris, können wir vielleicht mal machen. Später. Also ich habe da jetzt nicht so das Interesse dran, wenn ich ehrlich bin. Oh Also er Gott. sagt, dann googelt mal Ebola-Chan und schaut unter den Bildern. Okay. Wenn du willst, kann ich googeln, einen Link hier reinstellen. Wenn nicht, dann lass das einfach. Nö, das passt schon. Okay. Auf Duckhunt müssen wir aufpassen. Der hat eine ziemlich böse Dosenattacke. Oh, Sabi hat noch alle 5 Leben. Wir müssen Sabi raushauen. Ihr spielt ja alle gegeneinander und nicht miteinander, Richtig. gell? Okay. Man könnte natürlich auch irgendwie Teamplay machen. Oh, ich und Sabi wären ein unschlagbares Team, glaub mir. Ich glaube, wir würden alle wegkloppen. Ja, ich bin nicht so gut, hat sie vorhin noch gesagt. Das hat sie bei Pokémon auch gesagt. Und dann warst du Richtig, und dann eine hat der sie mich wenigen, besiegt. gegen die du verloren hast. Richtig. Nee, sie war ja nicht die einzige gegen dich, aber eine von den. Ja, es waren ja zwei. Es waren Nein! ja Adri und Sabi. Ja, Also, und gegen Born Drakon noch. sagt. Ach so, stimmt. Und dann kam der Verbindungsfehler und sagte so: Nope. Na, wir sind ja noch mitten im Kampf, also. Hast noch Zeit, Born. Also, bitte weh. Also, by the way, neu in den Smash ist, dass man den Ultra Smash von Ness mit dem Patch steuern kann. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ich dachte gerade, hä, das ging doch aber gegen den Computergegner ganz anders. Der hat das auch irgendwie in meine Richtung gelenkt. Oh, ich hasse Ness. Ich kann mit dem schon seit dem ersten Teil nicht umgehen. Warum habe ich auf der. Ich höre ja auf euch, ich höre ja auf meine Zuschauer und tue auch manchmal das, was sie von mir gerne hätten. Also von daher, nicht immer, aber manchmal. So, Bla sagt gerade, nein, HBK, Savi und Kaffee wären ein unschlagbares Team. Das ist ein unschlagbares Team. Eben, ich wollte es auch gerade sagen. Aber ich meine Aber in wie wär's? Smash Brothers. Ja, Savi plus Kaffee plus HBK. Oh mein Gott. Bestes Team aus aller Zeiten. Bestes Team aller Zeiten. Da weiß ich nicht mal. Schaufelradbagger sind aber auch cool. Ja. Das Schaufelradpackers-Team Definitiv. ist auch cool. Ich bin draußen. Das erste Mal, dass ich wirklich als erstes rausgeflogen bin. Aber so langsam tut mir echt. Ah, das linke Handgelenk weh. Ich glaube, so viel kann ich nicht mehr machen. Ein, zwei Runden vielleicht noch, aber meine Hi, linke Eurat. Hand schmerzt echt extrem. Hi, Eurat, willkommen im Stream. Die denken halt, dass die Afrikaner durch diese fiktive Figur krank werden, um das. Und an das Blut und die Gedärme der Afrikaner zu kommen. Totaler Schwachsinn. Jetzt genug davon. Ja, das Dachte ich stimmt. mir auch gerade Ist fest. das Game gut? Also ich finde, es ist für einen 3DS-Titel ist es wirklich sehr gut. Also für einen 3DS-Port von Smash nicht verkehrt. Aber ich weiß nicht, es fühlt sich für mich mehr so an wie ein sozusagen Smash 3.5. Also halt der kleine Bruder vom neuen Smash-Teil, könnte man sagen. Wenn das Sinn macht. Aber an sich ist es trotzdem nicht irgendwie weniger gut oder so.
Und wenn du auf dem 3DS-Bildschirm guckst, dann sieht das Spiel einfach nur himmlisch aus. Das ist wirklich, also die Grafik, wenn man die original auf der Konsole sieht, einfach super. Hier ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, sieht ein bisschen verzerrt aus, weil ich ja den Bildschirm ein bisschen größer habe, ist ja klar. Aber trotzdem, so die ursprüngliche... Also ich finde, es sieht jetzt auch so im Stream, sieht sehr gut aus. Naja, und wie gesagt, also es sieht halt nochmal einen Zacken schärfer aus. Nochmal, die Ränder sind nochmal ein bisschen... Haben nochmal ein bisschen mehr, sage ich mal. Aber nur... Nein, wir haben keinen Backscreen. Und Born ist wieder drin im Game, sehr schön. Während hier ein spannender Kampf entbrennt. Pikachu gegen das Dakan-Duo. Pikachu hat noch 3 Leben, während das Dakan-Duo sich noch auf 1 Leben hält. Und Pikachu setzt dem Dakan-Duo zu, aber das Dakan-Duo kommt mit... Ich glaube, das war Wild Gunman. Oh, ein Donnerblitz trifft das Duo doch ganz gut. Und der Donnerschock, der fortwährende von Pikachu und noch ein Donnerblitz. Das Duo sieht gerade gar nicht so gut aus. Wird es das schaffen? Und plötzlich kommt Pac-Man ins Bild oder die Pac-Man-Geister. Und sie schieben das Dakan-Duo schon ziemlich nah an den Rand, aber schieben es auch wieder zurück. Und das können sie sich noch einmal retten? Oh, cool, gerade wird es gerettet, aber es ist schon bei 117% Schaden. Kann es was werden? Kommt das Dakan-Duo vielleicht an den Super Smash? Dann könnte es Pikachu 1 der 3 Leben noch abziehen. Und es trifft, es trifft. Da wird Pikachu niedergeschossen. Reicht es aber, um es rauszuhauen. Und es reicht. Doch das Dakan-Duo muss sich jetzt noch durchaus ranhalten. Und da der Kirby-Stern auf Olimas Rakete ist das aus für das Dakan-Duo. Refresh vielleicht mal, was? Und damit hat Pikachu diese Runde gewonnen. Was war das denn, fragt Sabi. Auf jeden Fall nicht schlecht gespielt, Sabi. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin mit Ness einfach nur Arsch. Wenn das irgendwie eine Wertung, ob man gut ist oder nicht, sein kann.